Hey, hey, ich grüße euch, meine lieben Abenteurer. Willkommen zurück hier zu New World. Und ich bin's wie immer, euer André. Und lasst uns auf die Reise gehen und wunderschöne Abenteuer erleben. So, unser erstes Abenteuer wird jetzt hier direkt um die Ecke sein. Da sind zwei hintereinander: die unerfahrene Tochter, und später geht es dann noch um Seelenwächter in das Verlies da hinein, was dort erwartet. Ich habe mit meiner Tollpatschigkeit alles, wirklich alles vermasselt. Bist du hier, um mich auszulachen? Oh nein, wer lacht dich denn aus? Alle. Nach dem, was ich getan habe? Ich war tollpatschig und habe Omas Lieblingsvase umgeworfen und kaputt gemacht. Sie war unersetzlich. Ein Familienerbstück aus der alten Welt. Jetzt bin ich ganz allein. Allein? Meine Familie verzeiht einen solchen Fehltritt nicht. Ich soll etwas ebenso Wertvolles beschaffen, sonst darf ich nicht mehr nach Hause. In Arktur könnte es wertvolle Relikte geben, aber ich habe Angst vor den Wächtern. Hilfst du mir? Er ist auch da oben. Das ist gut. Gebäude sieht auf jeden Fall klasse aus. Die Geschichte ist voller Legenden, derer, die den Ruf widerstanden haben. Legenden des Scheiterns und des Unheils. Haben uns zum Turm zurückgezogen. Die Verderbten bedrängen uns von allen Seiten. Unsere Verteidigung wurde durchbrochen und unsere Kameraden sind geflohen. Wer noch imstande war, den Weg zurückzulegen, hat an diesem uralten Ort Zuflucht gesucht. Wir errichten die Festung. Hier werden wir wiederkommen müssen. Ich glaube nicht, dass es reichen wird. So, die Vasen habe ich alle mal. Müssen wir mit dem hier oben kämpfen, ja? Erstmal den Beutel haben hier. Sie sind durchgebrochen. Es gibt keinen Fluchtweg mehr, aber wir konnten die oberen Stockwerke des Turms verbarrikadieren. Selbst jetzt noch höre ich sie auf unsere Barrikaden einhämmern. Wir haben unsere Nahrung, Vorräte und Waffen rationiert. Sie werden nicht mehr lange halten. Unsere schlaflosen Nächte spiegeln sich in Reizbarkeit und stillen Tränen wider. Sehnen. Ich muss meine Verzweiflung verbergen.
Keine Chance für Geister. Die Vorräte sind erschöpft. Der Turm bebt unter ihren Angriffen. Es gibt keinen Ausweg. Bald werden sie die Treppe erstürmen. Dann ist alles verloren. Sie flehen mich an zu fliehen, um die Zukunft des Ordens zu sichern. Ich werde nicht der letzte Seelenwächter sein. Ich werde meinen Posten nicht aufgeben. Ja, anscheinend hat er es auf jeden Fall nicht überlebt, weil da oben war ja niemand mehr. War Geister. Also hat er doch tatsächlich bis zum Schluss gekämpft. Tapferer Krieger. So, wo müssen wir jetzt hin eigentlich das abgeben? Achso, direkt geradeaus wieder. Beide Aufgaben. Wow, was für eine Schönheit. Damit werde ich bestimmt wieder in Großmutters Gunst stehen. Du hast mein Leben gerettet. Wobei, ich sollte mich lieber vergewissern, ob das wirklich das ist, wofür ich es halte. So, wir haben neue Hose bekommen. So, auf jeden Fall nochmal Ausrüstung hier. Wir brauchen noch 3 Punkte, damit wir die neuen Buffs bekommen. So, Karte, können wir einen Buff raufschießen. Ruf mal ein bisschen erhöhen um 9,3%, finde ich supi. Und wir checken die Hose. Hier ist Schmutz. Zerlegt. Okay, so, zu wem jetzt? Nochmal zu dem Fischer gehen. Du bist schon wieder da. Und wieder mit diesem erwartungsvollen Blick. Welches Unglück führt dich zu mir, hm? Welche Antworten hast du im Turm gefunden? Die Seelenwächter sind alle tot, außer dir. Verstehe. Ihr Gezeter, ihre Geister. Sie flehen mich an, mich zu erinnern. Eine Niederlage. Eine vernichtende Niederlage. Ich glaube, deine Hoffnung hat diese Welt schon vor langer Zeit verlassen. Ich bin tatsächlich der Letzte. Alles, was der Orden war, alles, was er sein wird, steckt in meinem löchrigen Verstand. Du hast dein Vertrauen in mich gesetzt, aber es ist unbegründet und du wirst nirgendwo anders die Kraft finden, die du zu nutzen suchst. Und was, wenn ich Seelenwächter werde? Das ist eine ganz schlechte Idee. Der Prozess, um die Seele gegen die Korruption abzuhärten, erfordert ein unvorstellbares Opfer. Die Tage der Seelenwächter sind vorbei und ich muss noch eine Menge angeln. Bitte, ich brauche deine Hilfe. Selbst wenn du eine solch törichte Idee verfolgen würdest,
müsstest du eine Waffe schmieden, die die Verderbnis bekämpfen kann. Und das wäre in der Tat schwierig. Die zornige Erde ist nicht mehr großzügig mit ihren Samen der Macht. Muss doch einen Weg geben. Es gab einmal eine Jägerin in dieser Gegend, die unfreundlich und schwer fassbar war und im Namen der zornigen Erde sprach. Du kannst in Oxborough nach ihr fragen, aber sie zu überreden, dir einen lebenden Samen zu geben, sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Okay. Sich mit Hexen einzulassen, ist auf jeden Fall immer eine schlechte Idee. Immer. So. Können wir auf jeden Fall mal nach Oro reisen. Das ist jetzt gar nicht die Aufgabe. Achso, das ist jetzt die Haupthandlung. Kehre nach Augsburg zurück und erkundige dich bei Jäger Lee nach der Jägerin. Solltest du hochwertige Felle finden, zahle ich dafür einen guten Preis. Oder bist du hier für Modefragen? Ich suche eine Jägerin. Kennst du eine? Die Frauen hier sind nicht gerade verwegen, wenn du verstehst, was ich meine. Aber die liebreizende Tekla, Werkmeisterin Petrovski, könnte mehr wissen. Sie treibt sich gern in den Wäldern herum. Na, das hört sich doch schon mal gut an. Die Petrovka. Aber ich habe jetzt leider nicht gesehen, wo die Hexe sein soll, mit der wir reden. Wir suchen jetzt eine Jägerin. Nach Parfüm. Warst du bei Jäger Lee? Was will er jetzt schon wieder? Er meinte, du könntest mir bei der Suche nach einer Jägerin helfen. Ach ja, wirklich? Ich hörte Gerüchte über eine seltsame Frau, die allein in den Wäldern lebt, aber es klang für mich nur nach Klatsch. Vielleicht kann dir jemand helfen, der sich mit Gerüchten auskennt. Danke, du warst mir die beste Hilfe, die ich je hatte. Meine lieben Freunde, ich würde mich noch sehr darüber freuen, wenn ihr mal jetzt noch schnell ein Like da lassen würdet für das Video. Und natürlich, ja, wenn ihr noch nicht Abonnent seid, dann einmal drücken bitte und nächstes Mal wiederkommen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und freue mich aufs nächste Video. Bis dahin, alles Gute, euer André. Ciao, ciao.